Herzlich willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Wir haben immer noch das Thema 6, das werden wir heute aber durchkriegen und dann mit Thema 7 weitermachen. Die Klausur findet statt am 23. Februar um 9 Uhr in Hörsaal K. Die Termine werden aber irgendwann in dieser Woche auch bekannt gegeben. In der vergangenen Stunde haben wir gesprochen über das Auseinanderfallen von Entscheidungen und letztendlich wirtschaftlicher Verantwortung. Und dann haben wir uns relativ intensiv mit Treupflichten auseinandergesetzt. Wir haben dabei gesehen, dass grundsätzlich, wenn alle am Gewinn orientiert sind, keine Konflikte auftreten können. Erst dann, wenn eine Person sich individuell begünstigen kann, indem sie in die Kasse greift oder andere unternehmerische Ziele außerhalb der Gesellschaft verfolgt, hat man da Konflikte. Wir haben gesehen, das gibt es sowohl auf der Ebene der Organmitglieder, also des Vorstandes, als auch auf Ebene der Gesellschafter. So, dann machen wir heute weiter mit der Frage, was ist der Agency-Konflikt? Das knüpft daran an, dass wir Finanzierung und Inhaberschaft getrennt haben von der konkreten Kontrolle. Entscheiden darf der Vorstand, aber das Risiko tragen die Aktionäre. Bei den Personengesellschaften, die wir ganz am Anfang hatten, war es hingegen so, dass die Gesellschafter selber die Geschäfte führen und die Gesellschafter ihr Privatvermögen haften. In der AG ist das Ganze sehr aufgeweicht, das sehen Sie in diesem Bild. Die Hauptversammlung selber darf nur den Aufsichtsrat wählen. Sie hat selber keinen Einfluss auf den Vorstand, sie darf ihm keine Weisungen erteilen, sie darf ihm konkret auch nicht irgendwelche Vorgaben machen für die Geschäftsführung, sondern sie wird nur gefragt, wenn der Vorstand sie aktiv dazu befragt. Der Aufsichtsrat kann aber ebenfalls keine Weisungen erteilen. Der Aufsichtsrat hat eine primäre Aufsichtsfunktion. Er kann nur dem Vorstand durch einen Zustimmungskatalog binden und auch das nur im Innenverhältnis. Und der Vorstand ist sogar insoweit abgesichert, als man ihn nicht jederzeit abberufen kann. Wenn man einmal Vorstand ist, kann man vor Ablauf der Amtszeit nur aus wichtigem Grund abberufen werden. Das heißt, im konkreten Fall, wenn man mal Vorstand ist, behält man auch diese Position. Man hat also ein sicheres Amt. Das fanden die Deutschen so gut, dass sie dasselbe Modell auch auf die Societas Europaea übertragen haben. Da haben wir allerdings keinen Aufsichtsrat, sondern einen Verwaltungsrat. Und der wesentliche Unterschied ist, dass der Verwaltungsrat dem Vorstand auch Weisungen erteilen darf. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, wenn Sie Aktionär sind hier und Ihr einziges Recht besteht darin, dass Sie im konkreten Fall in der Hauptversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrates wählen dürfen, das ist Ihre einzige Mitentscheidungskompetenz außerhalb von Dividendeausschüttung und Satzungsänderung. Welche der beiden Rechtsformen halten Sie für interessanter? Die, wo die gewählten Leute ein unmittelbares Weisungsrecht haben und damit an die Entscheidung mitwirken? Oder die, wo die gewählten Leute ihrerseits nur Wahlmänner sind und die letztendlich entscheidenden Leute völlig unabhängig agieren? Können Sie sich ökonomische Aspekte vorstellen, warum das eine oder das andere Modell Ihnen vielleicht mehr entgegenkommt? Das weisungsfreie Modell im Vergleich zum weisungsunabhängigen Modell. Was meinen Sie aus Sicht des Marktes, aus Sicht der potenziellen Anleger, ist das interessantere Modell oder ist das Modell, was Sie eher wählen würden? Mit oder ohne Weisungsrecht? Und wie gesagt, Sie haben hier beides zur Wahl. Sie können direkt die Leute wählen, die die Weisung erteilen dürfen, oder Sie können nur Leute wählen, die Zustimmungserfordernisse und Aufsichtsrechte haben. Ja? Naja, aber im weisungsfreien Modell ist es ja so, dass der Vorstand aufgrund der fehlenden Weisungsrechte mehr Spielraum hat, Handlungsspielraum. Und daraus kommt die Folge, dass ja, Chancen generiert werden können, die
Bedeutet ein Weisungsrecht auch eine Weisungspflicht? Könnte es in dem Fall nicht auch so sein, dass die einfach gar nicht dazwischen reden und sagen, wir halten uns da raus, außer es geht um ein paar wichtige Sachen? Anders gefragt, wir haben in Deutschland ja auch eine GmbH. In der GmbH darf die Gesellschafterversammlung dem Geschäftsführer ausdrücklich Weisungen erteilen. Darf ihm sagen, Geschäftsführer, tu das, was wir dir sagen. Und glauben Sie, in der normalen GmbH ist es so, dass die Gesellschafter in jede tägliche Entscheidung, ob Kugelschreiber gekauft werden, ob Bleistifte gekauft werden, ob bei A gekauft oder B gekauft wird, reinreden? Meinen Sie, das ist der Fall? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Ja? Also, wenn der Aufsichtsrat, der von den Aktionären gewählt wird, ein Weisungsrecht hat, dann kann er ja in diesem Schritt viel stärker auf den Vorstand einwirken. Ja. Damit ist natürlich der Aktionär, überall natürlich als Mitglied des Aufsichtsrats, kann er viel eher auf den Vorstand einwirken als bei uns in der Aktiengesellschaft. Ja. Damit der Vorteil wäre dann diesbezüglich für den Aktionär, dass er halt Vorteile genießt, die er hier genannt nicht hätte. Ja. Ja, wie gesagt, zum Beispiel, dass er den Vorstand durch den Aufsichtsrat lenken kann. Für meinen Aufsichtsrat, ich bin Hauptaktionär. Entweder du machst das, ich wähle dich nicht mehr. Das ja. Könnten Sie hier, kann man das zwar auch machen, aber das wäre nicht ganz so effektiv. Weil wenn man wenn weiter sein kann, ja viel schneller agieren kann. Ja, also in der Tat. Wenn ich den Aufsichtsrat direkt wähle, oder anders, wenn ich den Verwaltungsrat direkt wähle und der Verwaltungsrat unmittelbar auf die Geschäftsführung Einfluss nimmt, habe ich auch als Mehrheitsaktionär unmittelbar Einfluss auf die Geschäftsführung, denn ich kann ja die Leute wählen, die das machen, was ich denen sage, und wenn die es nicht machen, kann ich sie wieder abrufen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Linie zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsführung und Direktoren stärke, stärke ich auch gleichzeitig das Recht des Aktionärs unten. Das bedeutet, wenn ich eine AG habe und ich tausche die Basis aus, jemand erwirbt 100%, dann kann er relativ schnell die Geschäftspolitik ändern, kann relativ schnell das Konzept ändern und alles Mögliche. Im deutschen Recht haben wir eine Doppelpufferung. Er muss zunächst mal den Aufsichtsrat austauschen und selbst wenn er den ausgetauscht hat, muss er als nächstes noch den Vorstand ersetzen, denn erst dann, wenn er den Vorstand ersetzt hat, kann er Einfluss auf die Geschäfte nehmen. Dieses Modell erleichtert das, das heißt, ich kann von vornherein durchwirken. Ich muss nur den Verwaltungsrat austauschen und der teilt dann Weisungen, um das in die richtige Richtung zu lenken. Jetzt, warum haben wir dieses Modell nicht generell in Deutschland, dass wir sagen, der Aufsichtsrat darf Weisungen für die Geschäftsführung erteilen? Er muss es ja nicht. Genauso wie in unserer GmbH ist es ja so, man muss keine Weisung erteilen, man hat nur die Möglichkeit, wenn es mal drauf ankommt. Warum hat der deutsche Gesetzgeber ausdrücklich gesagt, der Aufsichtsrat darf keine positiven Weisungen erteilen? Wenn dieses Modell doch so viel freundlicher ist, es erleichtert die Übernahme, unterstützt damit den Markt und ist damit auch aktionärsfreundlich und vielleicht auch sogar gesellschaftsfreundlich, weil man dann halt schnellere Wechsel in der Unternehmenspolitik ermöglicht. Welche Rechtfertigung gibt es für unser Modell, dass der Aufsichtsrat, also das, was in der Mitte steht hier, keine Weisung gegenüber dem Vorstand erteilen darf? Zufall? Ja? Also wenn ich einen Vorstand berufe, dann mache ich mir im Vorfeld genau darüber Gedanken, wen ich berufe. Das heißt, ich mache mir Gedanken darüber, dass der Vorstand für den Bereich, für den er zuständig ist, ein absoluter Top-Experte ist. Ein anderer hole ich mir nicht als Vorstand. Und wenn ich nur so einen Experten berufen habe, dann sollte der aus meiner Sicht zumindest so viel Freiheiten haben, seine Expertise auf dem täglichen Geschäftsleben ausgeben zu können. Wenn er ständig einen Aufsichtsrat im Nacken hat und weiß, okay, der muss zwar keine Weisung mehr erteilen, kann es aber, dann kann das mich als Vorstand dazu bewegen, meine Entscheidung so zu treffen, wie ich denke, dass es dem Aufsichtsrat gefallen könnte. Mhm. Und das könnte dann die Chancen auf dem Markt erheblich mindern. Mhm.
Sehen Sie das auch so? Man hat sich in Deutschland ja bewusst dafür entschieden, dass man die Beratungstätigkeit und die Geschäftsführung trennt. Und wenn man jetzt sagt, der Aufsichtsrat kann quasi indirekt auf die Geschäftsleitung Einfluss nehmen, wird dieses ganze Modell ja verwischt. Und darunter könnte dann wiederum die Überwachungstätigkeit leiden. Und das will man dann einfach meinen, weil dafür gibt es ja gar keinen Aufsichtsrat. Ja, in der Tat, man sagt, jemand, der überwacht, soll nicht die Geschäfte führen, damit er eben neutral draufschauen kann. Wenn er selber die Weisung hätte erteilen können, würde er sich im Zweifel selber einen Vorwurf machen und sagen, ich konnte nicht unabhängig überwachen. Aber der Aspekt des Kollegen war auch völlig richtig, dass wir sagen können, naja, der Aufsichtsrat darf dem Vorstand nicht reinreden, damit der Vorstand seine Tätigkeit nachgehen kann. Jemand will nicht Vorstand werden, wenn ihm ständig jemand reinredet und er will ja vielleicht auch selbstständig arbeiten. Jetzt kann ich Ihnen noch ein drittes Modell vorstellen. Also das ist hier das Modell Deutschland 1, wie gesagt, Deutsche Aktiengesellschaft. Die Hauptversammlung wählt den Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat wählt den Vorstand und der Vorstand kann im Grunde nicht abberufen werden während seiner Tätigkeit und es gibt keine Weisungsrechte. Das heißt, wenn ich ihn einmal losgelassen habe, kann er tun lassen, was er will, sofern er sich nicht haftbar macht. Das ist Modell Deutschland 2, Societas Europaea. Wenn Sie also eine SE haben, Allianz zum Beispiel, dann haben Sie die rechtliche Möglichkeit, statt des Aufsichtsrats einen Verwaltungsrat einzurichten, der Weisungen erteilt. Jetzt Modell 3 ist das Japanische. In Japan ist es so, Sie haben einen Aufsichtsrat und Sie haben einen Vorstand. Aber der wesentliche Unterschied zum deutschen Modell ist, die Hauptversammlung wählt nicht nur den Aufsichtsrat, sondern die Hauptversammlung wählt auch den Vorstand. Das heißt, sie wählt zwei unabhängige Organe. Der Aufsichtsrat hat keinerlei Kompetenz in Bezug auf Abberufung oder Ähnliches. Er hat ähnlich wie in Deutschland die Möglichkeit, Zustimmungsvorbehalte zu vereinbaren. Er hat Einsichtsrechte, er kann die Hauptversammlung einberufen, aber er hat keinerlei Personalkompetenz in Bezug auf den Vorstand. Frage, ist das japanische Modell vielleicht dem Deutschen überlegen, weil es gewährleistet auch diese Unabhängigkeit. Wir haben zwei unabhängige Organe, eins beaufsichtigt nur und eins leitet nur. Aber gleichzeitig stärkt es die Stellung der Aktionäre hier unten, weil die Aktionäre ja beide Organe wählen können und nicht bei der Wahl der Vorstandsmitglieder sozusagen noch einen Aufsichtsrat zwischengeschaltet haben, der möglicherweise Eigeninteressen hat. Und auch bei der Abberufung, dass die Hauptversammlung den Vorstand abberufen könnte, weil dann haben wir direkt sozusagen die Leute, die das Geld geben, die können entscheiden. Und wir haben wie in den USA die Möglichkeit, wenn jemand alle Aktien erwirbt, kann er innerhalb einer Woche den kompletten Vorstand rausschmeißen und durch seine Freunde ersetzen und damit das Unternehmen auch wirklich unter Kontrolle bringen. Was wieder den Anreiz erhöht, alle Anteile zu erwerben. Weil in Deutschland habe ich halt diesen Doppelpuffer, ich muss erst den Aufsichtsrat austauschen und dann kann ich den Vorstand austauschen. Und den Vorstand auch nur, wenn die Amtszeit endet oder ich einen wichtigen Grund habe. Frage, ist das japanische Modell dem Deutschen überlegen? Ja? Also bei großen Aktiengesellschaften geht man auf jeden Fall das Stimmrecht der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat. Ja. Der Aufsichtsrat ist ja auch zur Hälfte von Arbeitnehmern vertreten und die würde man auf jeden Fall umgehen. Also diesbezüglich wäre das manchmal praktisch. Aber nur bei der Organwahl, wie gesagt. Das ja. Frage, spielen die Arbeitnehmervertreter bei der Wahl der Vorstandsmitglieder eine große Rolle? Was meinen Sie? Wer hat die Mehrheit im Aufsichtsrat? Verfassungsrechtlich vorgegeben. Was meinen Sie? Das ist da naheliegend. Ja, das denke ich auch. Selbst wenn Sie Arbeitnehmervertreter haben, haben immer die Anteilseigner die Mehrheit und die Anteilseigner heißt im Grunde der Mehrheitsaktionär, weil der Mehrheitsaktionär wählt die ja mit seinen Stimmen. Das heißt, im Grunde hat der Mehrheitsaktionär die eine Seite und die Arbeitnehmervertreter haben die andere Seite. Die Arbeitnehmervertreter haben aber nie die Mehrheit. Die dürfen sie nicht haben. Weil wir sagen, das Geld und das Risiko tragen die Anteilseigner und damit müssen sie immer eine Stimme mehr haben durch das Doppelstimmrecht des Vorsitzenden oder nach anderen Modellen der Mitbestimmung halt dadurch, dass sie einen Sitz mehr haben. Frage: Ist das das einzige Argument, dass wir die Arbeitnehmer rauskicken wollen? Ja. Wenn man sich überlegt, bei der Hauptversammlung, das sind wahnsinnig viele Menschen, die Hälfte davon hat wahrscheinlich gar kein Interesse daran. Mhm. Das ist nur eine Reihe an Anlagen, also Anlagen, die irgendwie finanziell müssen irgendwie.
gerade wenn man sich auch mal eine Hauptversammlung anschaut, ist es ja teilweise so, dass erschreckend wenige da auftauchen. Die meisten dann irgendwie daran interessiert, ob es irgendwelche Extras gibt, wie belegte Brötchen oder mal was draufgeben. Mhm. Und dann würde ich sagen, dass der Aufsichtsrat auf jeden Fall allein von der Ausbildung, der Erfahrung, das besser geeignete Organ ist. Ja, das ist eine sehr gute Überlegung, dass wir sagen, die Hauptversammlung mag nicht geeignet sein, weil da sitzen ja eh nur Kleinaktionäre, Idioten und ähnliches. Frage, würde das eine statistische Rolle spielen bei unserer typischen Aktiengesellschaft? Wer entscheidet de facto auf der Hauptversammlung? Sind das wirklich die Leute, die wegen der Brötchen da hinkommen? Ich frage mal, wer ist auf der Hauptversammlung, wer entscheidet da überhaupt? In der Tat, heutzutage ist es so, das ist zwar eine nette Veranstaltung, dass da Leute diskutieren und ähnliches, aber die wahre Macht liegt bei entweder irgendwelchen Rentenfonds, irgendwelchen Hedgefonds, irgendwelchen Millionären aus dem Ausland. Man hat in fast jeder Aktiengesellschaft stark verblockte Anteile. Das heißt, es gibt irgendjemanden, der 20% hält oder auch 40 oder auch 100, na 100 nicht, wenn es wird, sagen 90. Und dieser Mensch trifft die Entscheidungen. Das heißt, dieses Dilemma, was man immer bei der Hauptversammlung vor Augen hat, dass da 10 Millionen Leute sitzen, von denen jeder eine Aktie hat, das kommt der Praxis nicht vor. Die kleinen Aktionäre haben wirklich nur eine Aktie, aber die haben auch nichts zu sagen, weil sie eben nur mit ihrer eigenen Stimme abstimmen können. Und der große Blockaktionär, der handelt rational, weil er entweder institutionalisiert ist, weil es nämlich ein Hedgefonds ist oder weil es ein Pensionsfonds ist oder weil es ein Millionär ist. Und zweitens handeln die sehr konzentriert und sehr koordiniert. Das heißt, die stimmen schon vorher ab, wer vorgeschlagen wird, und über den stimmen die ab. Also dieses Dilemma, dass die Hauptversammlung nicht rational entscheiden könnte, das ist empirisch nicht bestätigbar. Aber es ist nicht auch bei Großaktionären häufig so, dass angenommen, Unternehmen geht es schlecht, dass sie eher daran interessiert sind, dann möglichst alles schnell zu verkaufen, nur woanders zu investieren, als jetzt irgendwie da aktiv daran mitzuarbeiten, dass ein Unternehmen besser geht. Ja, die Frage ist, was macht der Großaktionär, wenn es dem Unternehmen schlecht geht? Ist es für den eine Option, alles zu verkaufen? Was passiert, wenn der Großaktionär hingeht und auf einmal alle seine Aktien verkauft? Mal rein ökonomisch. Eigentlich gar nichts, einfach nur mein Eigentum. Nein, nochmal anders. Was, sagen wir, ich habe eine Aktie, die ist momentan 50 Euro wert. Und jetzt gehe ich hin und verkaufe 10 Millionen dieser Aktien. Was passiert? Wie viel kriege ich für meine Aktien? Jetzt sagen Sie, 10 Millionen mal 50 sind 500 Millionen. Ist das so? Wie kommt dieser Börsenkurs denn zustande? Frage ich mal ganz pragmatisch. Eigentlich ja durch Angebot und Nachfrage. Es wird dann ein riesengroßes Angebot auf einmal auf den Markt geschränkt und die Nachfrage wird es wahrscheinlich gar nicht erst richtig decken können. Und damit sinken die Preise total. Exakt. Also ganz ökonomisch ist es so, wenn ich alle meine Aktien verkaufe als Großaktionär, dann geht der Kurs radikal nach unten, um es ganz anschaulich zu sagen. Das heißt, ich kann ihn nur häppchenweise verkaufen. Wenn ich rausfinde, es ist momentan schlecht, ich will schnell raus, habe ich gar nicht die Chance, schnell rauszukommen. Entweder ich verkaufe meine Aktien, mache riesige Verluste, oder ich verkaufe häppchenweise, dann muss ich aber zumindest schaffen, dass das Unternehmen noch lange hält, nämlich bis ich die letzte Aktie verkauft habe. Also die Option, in der Masse rauszukommen, funktioniert nicht. Rauszukommen funktioniert nur, wenn Sie in kleinen Quoten beteiligt sind. 1-2% werden Sie los. Bei allem, was höher ist als 2%, haben Sie große Schwierigkeiten, das ohne Verluste schnell zu liquidieren. Klar? Weil der Ansatz, die Idee ist ja sehr gut. Der Hauptaktionär hat ja subjektive Interessen und das wird eben nicht die Interessen des Unternehmens. Also ein Aufsichtsrat oder der Vorstand, der halt ihr Interesse sein, die Arbeitsplätze sind das Unternehmen am Laufen halten, während der Hauptaktionär eben nur Gewinne machen möchte für sich selbst. Ja. Das wäre eben der Unterschied. Ja, eine sehr gute Überlegung, da komme ich gleich zu. Aber die Frage ist, ist das so, dass das Interesse des Hauptaktionärs an Gewinnen und das Interesse des Vorstands am Erhalt des Unternehmens, wie soll man sagen, sich widersprechen? Was passiert, wenn der Vorstand sagt, wir wollen Arbeitsplätze auf jeden Fall erhalten? Wir rationalisieren nichts weg, wir halten alle Angestellten im Betrieb, wir machen das. Ist das gut? Wir würden vielleicht die Dividende streichen, dann würden auch Aktionäre weniger bekommen. Die würden Dividende streichen, gut, das können die ja machen. Und dann, was passiert, wenn sie die Dividende streichen?
Welche Folgen hat es, die Dividende zu streichen? Warum machen das nicht alle Unternehmen? Warum zahlt überhaupt jemand Dividende aus? Was passiert, wenn ich meine Dividende streiche? Um es mal ganz trivial zu sagen. Und sagen, ich will lieber Arbeitnehmer beschäftigen. Ja, dann bleibt das Vermögen im Unternehmen und kann neu angelegt werden. Wunderbar, das Vermögen bleibt im Unternehmen, kann angelegt werden. Das kann es nicht, weil ich beschäftige nur meine Arbeitnehmer weiter. Es wird ja nicht nur angelegt, es ist einfach nur die Aufrechterhaltung des Status quo. Gut, dann bleibt Unternehmen Vermögen. Welche Auswirkungen hat das auf den Börsenkurs? Niemand will mehr diese Aktie kaufen. Welche Folge hat es, wenn der Börsenkurs fällt? Das kann Ihnen erstmal egal sein. Warum ist es für Sie interessant, dass der Börsenkurs fällt? Wann wird das für Sie interessant? Wenn man neu einsteigen will, oder? Wenn Sie neu einsteigen wollen als Aktionär, ich denke, Sie sind der Vorstand des Unternehmens. Sie sehen, der Kurs fällt und Sie sagen, ist mir doch egal, Hauptsache ich habe viele Arbeitnehmer und alle sind glücklich. Warum ist es für Sie ein Problem, dass der Börsenkurs fällt? Der kann auch auf Null fallen, das ist Ihnen doch egal. Hauptsache Sie und Ihre Arbeitnehmer arbeiten munter weiter. Warum ist es für Sie langfristig ein Problem, wenn der Börsenkurs gegen Null tendiert? Der Hauptaktionär wird dann wahrscheinlich ja auch irgendwann auswechseln, wenn man sagt, ja, du hast ein ganzes, weil das ist ja sein Vermögen. Das ja. Das ist das erste Problem. In der Tat, der Hauptaktionär wird ja Geld investiert haben, der wird für die Aktie 100 bezahlt haben. Wenn der Kurs auf 0 zurückfährt, hat er 100 verloren. Das wird er nicht gut finden. Das heißt, er wird denjenigen, der diese Entscheidung gemacht hat, erstmal rausschmeißen. Nicht persönlich, aber er wird einen neuen Aufsichtsrat wählen, der neue Aufsichtsrat wird ihn irgendwann ersetzen. Das ist das erste individuelle Problem. Jetzt denken wir an das Unternehmen. Wir denken mal wirklich ganz nett und denken, okay, jetzt hat er was Gutes für die Arbeitnehmer getan. Die Frage ist, hat er damit wirklich etwas Gutes für die Arbeitnehmer getan? Was ist die langfristige Folge? Wenn er sein ganzes Geld in den Erhalt von Arbeitsplätzen investiert, was eine nette Tätigkeit ist, was ein großes ökonomisches Problem verursacht. Jetzt hat er einen Aktienkurs, der beträgt 1 Cent. Jetzt braucht er irgendwann mal Geld. Warum braucht er Geld? Um solche neue Maschinen zu kaufen. Weil er modernisieren will. Woher kriegt er Geld für neue Maschinen? Er hat 2 Varianten. Er kann ein Darlehen aufnehmen. Wenn er ein Darlehen aufgibt, muss er Zinsen zahlen. Wovon zahlt er die Zinsen? Schwierig, schmeißt ein paar Arbeitnehmer raus. Variante 1. Variante 2, er gibt neue Aktien aus. Nur wenn er eine Aktie für 1 Euro ausgibt, die er für 1 Cent verkaufen darf, hat er ein Problem. Er darf sie nämlich nicht für weniger als 1 Euro ausgeben. Das heißt, er kann sich auch nicht refinanzieren, indem er neue Aktien ausgibt. Das heißt, er hat keine Möglichkeit zu modernisieren, weil jeder Cent, den er hat, der geht direkt wieder an die Arbeitnehmer. Und warum ist das ein Problem? Wenn jeder Cent, den er hat, an die Arbeitnehmer geht und er nicht modernisiert, was ziemlich auf der Hand liegt, das ist sozial und nett, das geben wir wohl zu. Aber warum ist das ein Problem, wenn man jeden Cent den Arbeitnehmern gibt? Man ist irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig, man hat höhere Kosten, weil man nicht die moderne Ausstattung hat. Dadurch kann man die Produkte nicht verkaufen, dadurch hat man keine Einnahmen mehr aus den Produkten, hat wieder ein Defizit. Und wo kriegt man dann die Kosten sozusagen für die nicht verkauften Produkte her? Auch wieder nur vom Gehalt kürzen. Das heißt, eine Geschäftspolitik, die darauf ausgelegt ist, keine Dividende auszuzahlen und jeden Cent zu reinvestieren, die klingt auf den ersten Blick gut, das setzt aber voraus, dass das Geld sozusagen in Rationalisierung und Ähnliches investiert wird und so viel Investment kann man gar nicht tätigen. Wenn man nicht rationalisiert, ist man nicht wettbewerbsfähig. Wenn man nicht rationalisiert, kann man keine Dividende auszahlen. Ohne Dividende kann man sich nicht refinanzieren. Und ohne Refinanzierung hat man keine Arbeitsplätze. Das ist schlecht. Das heißt, im Grundsatz liegt es auch im Interesse der Arbeitnehmer, dass hohe Gewinne erwirtschaftet werden und ein Teil der Gewinne auch als Dividende ausgezahlt wird. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, verlieren sie irgendwann ihre Arbeitsplätze. Ohne Dividende keine Arbeitsplätze. Grundlagen der Ökonomie. Aber wir kommen hier etwas vom Thema ab. Die Frage ist, ist die Hauptversammlung ungeeignet, das Management zu wählen? Jetzt sagen Sie, scheint ja wohl so zu sein, denn in Deutschland ist es nicht so. In Amerika ist es so, die Hauptversammlung wählt die Directors und es war immer schon so und die Amerikaner überleben auch irgendwie. In Japan wählen sie es auch, überleben auch irgendwie. Also es gibt auch japanische Unternehmen, die Geld machen. Glaubt es nicht, aber auch andere Staaten haben erfolgreiche Unternehmen.
Frage: Wo liegt der große Nachteil unseres Modells, dass es übernahmefeindlich ist? Wenn Sie ein deutsches Unternehmen übernehmen wollen, haben Sie erstmal diesen blöden Aufsichtsrat, den Sie austauschen müssen. Und selbst wenn Sie den ausgetauscht haben und Sie das renitente Management da haben, werden Sie das nicht so schnell los. Sie brauchen einen Vertrauensentzug und der braucht einen Grund. Sie können nicht einfach sagen, ich will die austauschen. Das heißt, gegen das Management, also gegen den aktuellen Vorstand, kriegen Sie eine deutsche AG kaum unter Kontrolle gebracht. Und das macht die Übernahme einer deutschen AG sehr unattraktiv. Weil ohne Macht nichts los. Jetzt die Frage, es gibt in Deutschland diese Wahlmöglichkeit. Sie haben Modell 1, dieses. Ja. Sie wählen als Aktionäre die Hauptversammlung, Sie wählen als Aktionäre den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat wählt den Vorstand, der dann einen sicheren Posten hat. Oder Modell 2, Sie wählen einen Power-Verwaltungsrat und der Verwaltungsrat seinerseits ernennt geschäftsführende Direktoren, die jederzeit abberufbar sind, die Weisungen unterliegen, die sozusagen auch gleichzeitig im Verwaltungsrat sein dürfen und Sie als Aktionär haben natürlich mehr Einfluss. Was meinen Sie, wenn Sie jetzt die Wahl haben als deutsches Unternehmen, würden Sie Modell 1 oder Modell 2 wählen? Und wie gesagt, wir haben die SE und in der SE haben Sie die Möglichkeit, entweder 1 oder 2 zu nehmen, nach Ihrer Wahl. Das ist eine Satzungsänderung, eine Klausel, entweder Modell 1 oder Modell 2. Was meinen Sie, sagt die Mehrheit. Treffen Sie eine Prognoseentscheidung. Also das eine ist das klassische Deutsche, dieses hier, und das hier ist das Amerikanische, das Coole sozusagen. Amerikanische-britische Modell im Vergleich zum Deutschen. Was haben die Leute gewählt, die eine Wahl haben? Deutsches Modell oder amerikanisches Modell? Erstmal nur Deutschland oder USA. Wer hat gewonnen? Und die Deutschen haben die Wahl, wie gesagt. Wenn Sie eine SE haben, die Allianz zum Beispiel, hatte die Wahl, Modell 1 oder Modell 2. Eine Satzungsklausel. Es ist ja nur eine 50-50 Chance. Sie können nicht falsch liegen. Ja? Ich vermute, wenn ein deutsches Unternehmen wählen würde, würde es eher dazu tendieren, Modell 1 zu nehmen. Warum? Da sie erstens wahrscheinlich ungern aus dem Gebunden eigentlich raus wollen. Sie kennen sich halt dieser Art System aus. Zweitens, wenn ich die Wahl habe, als momentaner Eigentümer oder Geschäftsführer meine Rechtsform zu ändern, dann ja, und in der Tat, wenn Sie sich die Statistik angucken, 81% aller SEs sind dualistisch organisiert. Aber interessanterweise, wenn Sie rechts gucken, steht da, in Deutschland ist es fast 50-50. Also 111 zu 143. Das heißt, die deutschen Unternehmen haben sich genau oder fast genau in der Mitte aufgeteilt. Die eine Hälfte hat gesagt dualistisch, die andere Hälfte monistisch. Was können wir daraus folgern? Ja, erstens mal Pfadabhängigkeit. Können wir immer sagen, die Leute machen das, was sie immer schon haben. Das ist so im öffentlichen Recht, das ist ja auch im Privatrecht so. Hat sich bewährt, warum sollen wir davon abweichen? Das zweite Argument ist natürlich das, was der Kollege auch gesagt hat. Wenn ich momentan Vorstand bin, werde ich ja keine Rechtsform wählen, mit der ich leichter abrufbar wäre. Also das wäre ja auch blöd. Und das dritte ist, warum machen es dann doch so viele? Ganz einfach, weil es die Amerikaner machen. Das ist auch so ein Herdentrieb. Wenn es ein erfolgreiches Unternehmen so macht, machen wir es halt nach. Das wird ja schon einen Grund haben, dass die Amerikaner an den Börsen so erfolgreich sind. Also machen wir das, was die auch haben. Können wir aus diesen Zahlen momentan etwas erfolgern? Nach dem Motto, das eine ist das bessere, das andere ist das schlechtere Modell? Antwort, nein. Warum nicht? Ganz einfach.
Erstens, das sind halt Präferenzen. Und zweitens haben wir keinen Faktor, mit dem wir es in Verhältnis setzen können, um daraus zu folgern, wer Erfolg hat und wer nicht. Ja, die Folge des deutschen Modells ist, der Vorstand leitet das Unternehmen unter eigener Verantwortung. Eigener Verantwortung heißt, ohne Einfluss Dritter. Dasselbe haben fast alle Gesellschaftsrechtssysteme, die sagen, der Vorstand tut, was er will. Dazu haben wir diesen brillanten Fall aus den USA, um Ihnen zu zeigen, wo die Probleme liegen können. Wir haben eine Corporation, die hat zwei Aktionäre. Und der eine heißt Manson und der andere heißt Curtis. Und die beiden haben eine Vereinbarung getroffen und die Vereinbarung sagt, dass der eine, nämlich Manson, alleine die Macht über das Unternehmen haben soll. Der soll alleine entscheiden können, alleine schalten und walten. Und es gibt zwar einen Vorstand, aber das sind alles Strohleute. Die machen quasi das, was er denen sagt. Also er sagt, macht mal das und die springen. Und die Sache kam, wie sie kommen musste. Jetzt zerstritten die beiden sich, also die beiden Aktionäre. Und der eine Aktionär fing auf einmal an, auch seine Rechte wahrzunehmen. Und daraufhin sagt der andere, Moment mal, wir haben einen Vertrag. Und der Vertrag besagt, du nimmst keine Rechte wahr, ich habe hier freie Macht. Ich kann schalten und walten, wie ich will. Und halt dich bitte aus den Geschäften raus. Und die Frage ist jetzt, Anspruch auf Schadensersatz oder Unterlassung aufgrund dieses Vertrages. Ohne jetzt tiefe Kenntnis des amerikanischen Rechts zu haben, die Kernfrage, warum könnten wir ein Interesse daran haben, diesen Vertrag durchzusetzen oder nicht durchzusetzen? Warum kann das wirtschaftlich, also ökonomisch betrachtet, sinnvoll sein, solche Verträge zu erlauben oder zu verbieten? Ein Vertrag, der sagt, du verzichtest auf die Ausübung aller Rechte und ich kann tun und lassen, was ich will. Naja, der eine Gesellschafter, der sich dazu entschlossen hat, dem anderen die vollen Ausführungsbefugnisse zu überlassen, wird sich ja was dabei gedacht haben. Beispielsweise, dass der aufgrund seiner Sachkenntnis einfach besser dazu geeignet ist, die richtigen Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen. Mhm. Ja, der hat sich besser dabei gedacht. Und jetzt, er sagt er halt, hat mir wieder überlegt, ich will es doch nicht. Offenbar, der hat was mit meiner Frau gehabt, damit ist er wohl doch nicht so wirtschaftlich kompetent, denn er weiß ja, dass er von mir abhängig ist, weil wir diesen Vertrag haben. Meinungen können sich ja ändern, das haben die so an sich. Und dann? Verträge werden ja immer erst dann interessant, wenn die Leute sich wirklich zerstritten haben und die Meinung sich geändert hat und man sagt, wir haben es auch schriftlich abgeschlossen und der andere sagt, na und? Was sagen Sie dann? Ich habe das doch schriftlich und der andere sagt, nichtig. Denke ich, ist natürlich die Wirkung eines solchen Vertrages aus der Hinsicht, dass der Gesellschafter, der seine Befugnisse übertragen hat, obwohl er keine Befugnisse mehr dann hat, auch das finanzielle Risiko der Entscheidung des anderen trägt. Ja. Ja, jetzt erinnern wir uns, ganz am Anfang habe ich ja gesprochen hier über die Personengesellschaften, wo ich gesagt habe, da haften alle unbeschränkt persönlich. Hier haben wir Aktionäre, die haften ja nur in Bezug auf ihre Einlage, das heißt das Maximale, was er verliert, sind die 100.000 oder was ich, die investiert hat damals, oder 10.000. Spielt das für Sie eine Rolle oder würden Sie sagen, das ist genauso wie bei den Personengesellschaften, so ganz verzichtbar ist es nicht, ein bisschen muss man immer behalten. Wenn er sagt, hier 10.000 oder 100.000, der Maximalverlust ist 100.000. Spielt das für Sie eine Rolle? Also selbst wenn der eine nur Mist baut, verliert er maximal 100.000. Mehr kann er nicht verlieren, das ist ein Einsatz. Problem? Kein Problem?
Ja. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wenn sein gesamtes Vermögen 100.000 ist, dann tun die 100.000, die er verdienen kann, nicht weh. Ja. Darf er die 100.000 nicht ausgeben? Muss er die also immer behalten, nach dem Motto, die tun richtig weh, also darf er die nicht verschenken, darf dafür auch nichts kaufen, sondern die muss er immer in ein Portemonnaie behalten, aus Sicherheitsgründen. Wer hat die ihm genommen? Bitte? Wer nimmt die ihm? Wo verliert er die? Nein, der Feind macht es selber. Aber ja. Vielleicht kann er sich dann selber nicht schützen. Ja, also diese Überlegung führt zu dem Problem, natürlich kann ich mit meinem Geld machen, was ich will, aber wenn ich es verschenken dürfte, dann kann ich das Recht jemandem erlauben, damit zu spielen. Ich kann ins Casino gehen und sagen, setze alles auf Rot, ich kann nur jemanden schicken, der alles auf Rot setzen soll. Und wenn ich einfach was machen darf, warum soll ich so einen Vertrag nicht abschließen können? Hier in dem konkreten Fall stellt das Problem sich etwas anders dar. Das Argument war nämlich, dass gesagt wird, eine Gesellschaft, die sozusagen zwei Aktionäre hat, da kann der Verkehr darauf vertrauen, dass der eine zumindest mal drüber schauen wird. Wenn der eine aber auf alle seine Rechte verzichtet, werden alle Kontrollmechanismen, die so eine Gesellschaft bietet, aufgehoben. Es kann sein, dass das faktisch macht, aber es kann keine Rechtspflicht geben, dass die interne Kontrolle aufgehoben wird. Die interne Kontrolle dient nicht nur den Gesellschaften untereinander, sondern sie dient auch Dritten. Und dadurch, dass er hier auf seine Rechte verzichtet, schädigt er Dritte und ein Vertrag zulasten Dritter ist unwirksam. Ich habe Ihnen schon gesagt, Vorstand ist man grundsätzlich nach Bestellung für maximal 5 Jahre und die Abberufung darf nur aus wichtigem Grund erfolgen. Insbesondere kann die Abrufung erfolgen bei Vertrauensentzug. Vertrauensentzug bedeutet, dass ausdrücklich gesagt wird, wir wollen diesen Vorstand nicht mehr. Allerdings, selbst da muss ein Grund bestehen. Also ohne Grund darf die Hauptsache auch nicht sagen, deine Nase gefällt uns nicht, sondern sie müssen sagen, warum ihnen dieser Mensch nicht mehr vertrauenswürdig erscheint. Und auch nur dann darf der Aufsichtsrat abberufen, sonst halt nicht. Ich habe auch schon letzte Woche angedeutet, natürlich treffen auch die Organmitglieder Treuepflichten, denn sie müssen letztendlich bei ihrer Tätigkeit unabhängig im Interesse der Gesellschaft handeln. Das heißt, insbesondere dürfen sie nicht gleichzeitig für eine Gesellschaft und die Konkurrenz tätig sein. Das liegt auf der Hand. Ich kann nicht sozusagen meinem eigenen Unternehmen Konkurrenz machen. Und grundsätzlich ist das Problem, dass immer dann, wenn Sie ein eigenes Interesse haben, auch die Gefahr besteht, dass diese Interessen reinspielen. Das heißt, es dürfen Ihnen auch keine Weisungen Dritter erteilt werden. Sie müssen unabhängig handeln, damit Sie die Interessen aller Beteiligten in Einklang bringen können. Die Aktionäre selber sind in der Tat, wie wir eben gehört haben, als Aufsichtsorgan relativ ungeeignet. Und zwar aus 3 Gründen. Erstens hat der einzelne Aktionär meistens wenig Erfahrung und auch wenig Zeit für jede einzelne Anlage. Zweitens, wenn es mehr als einen Aktionär gibt, müssen die sich irgendwie koordinieren auf der Hauptversammlung, um 50% oder 75% Mehrheit zu erreichen. Und das fällt schwer, denn die kennen sich ja namentlich nicht untereinander. Und last but not least, jeder Aktionär kann nur das verlieren, was er auch für die Aktie ausgegeben hat. Das heißt, sein Risiko ist kalkulierbar. Das heißt, er wird nicht mehr Aufwand treiben, als der Verlust dieses Risikos wert ist. Wenn Sie also Aktienwerte von 100.000 haben, lohnt es sich nicht mehr als 100.000 für Überwachung und Kontrolle auszugeben. Man nennt dieses Phänomen rationale Apathie. Es ist vernünftig, einfach nur faul dazuhängen. Das kennt man auch aus Vorlesungen. Man sitzt da und lässt sich berieseln und hofft, dass irgendjemand anderes eine Frage stellt, wenn man es nicht verstanden hat. Das ist das gleiche Phänomen wie bei den Aktionären, weil der Einsatz, den der Einzelne hat, ist überschaubar und die Folgen treffen dann möglicherweise andere. Und ein angestelltes Management hat immer das Problem, dass die sozusagen nur bedingt am Unternehmenserfolg dranhängen. Wenn die ihr Gehalt festkriegen, haben Sie wenig Interesse, dass eine hohe Dividende rauskommt. Das Einzige, was Ihnen drohen kann, ist, dass Sie Ihren Job verlieren, wo wir aber eben auch gesehen haben, das ist nicht so schnell der Fall.
Ich habe vor 3 Wochen, als wir über Kapitalrecht gesprochen haben, gesagt, Insiderhandel funktioniert deshalb nicht, weil es alle von außen erkennen können. Das in die Kasse greifen funktioniert sehr viel einfacher, weil das wird nicht so schnell erkennbar. Also wenn der Geschäftsführer sozusagen seiner Ehefrau oder der, soll man sagen, der Stiftung seiner Ehefrau, die irgendwelche Flüchtlinge unterstützt, mal eben 1 Million überweist vom Geschäftskonto, fällt das keinem auf, weil er hat ja nur eine Spende getätigt. Und eine Spende ist immer eine gute Sache. Und Sie haben das ganz oft bei Unternehmen, dass irgendwie eine Verbindung besteht zwischen demjenigen, der die Spende bekommt, und demjenigen, der das Unternehmen leitet oder den die Spenden verteilt. Das ist leider so, das ist aber menschlich. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir die Geschäftsleiter extrem schlecht überwachen können. Selbst der Aufsichtsrat trifft sich nicht täglich, sondern die treffen sich 3-mal im Jahr, 4-mal im Jahr, 5-mal im Jahr. Und in dieser Zeit kann man das nicht vernünftig überwachen. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass der Vorstand relevante Informationen offenlegt. Man will aber auch gleichzeitig, dass der Vorstand Risiken eingeht. Das heißt, man möchte einen risikogeneigten Vorstand, der aber gleichzeitig nicht so risikogeneigt sein soll, dass er mit dem Geld ins Casino geht und alles auf Rot setzt, sondern der zum vernünftigen Risiken eingeht. Ja, da es kein Überwachungsorgan gibt, die Aktionäre haben kein Interesse, der Aufsichtsrat und der Vorstand sind oft miteinander persönlich verbandelt, besteht die Frage, was ist die Folge? Letztendlich kann man nur sagen, wir können die Leute in die Haftung nehmen. Wenn wir strenge Haftungssanktionen haben und sagen, der Vorstand, der Mist baut, muss Geld zahlen, kompensiert das teilweise. Und last but not least, wenn wir vernünftige Leute im Vorstand haben, die sich gegenseitig kontrollieren. Ich übergebe meine Aufsichtspflicht auch auf Vorstandsmitglieder. Und eine Methode, wie das geschieht, ist, dass wir sagen, Vorstände müssen immer mehrköpfig sein, damit die sich gegenseitig kontrollieren. Also wir haben nicht nur den Aufsichtsrat als Überwachungsorgan, sondern wir haben auch die anderen Vorstandsmitglieder, die sich gegenseitig kontrollieren. Das heißt, wir haben eine doppelte Kontrolle, die zumindest das Risiko etwas verringert. Dass der Vorstand aus mehreren Mitgliedern bestehen soll, sagt der deutsche Corporate Governance Codex für die börsennotierten Gesellschaften. Außerdem soll es eine Geschäftsordnung geben, die die Arbeit durch Ressortzuständigkeiten und die Schlussvorgaben koordiniert. Das Ganze hat dann den Sinn, dass man eine interne Rücksprache hat, die bei Verstoß letztendlich auch dazu führt, dass man auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann. Also eine Binnenbindung bei mehrköpfigen Organen, dann kontrolliert jeder den anderen. Die Satzung kann im Aktienrecht dummerweise nicht viel aussagen, wegen 23 Absatz 5, der sagt, in der Satzung kann man nur das reinschreiben, was das Gesetz ausdrücklich erlaubt. Aber die Satzung bestimmt zumindest den Gesellschaftszweck, Unternehmensgegenstand. Und wenn da drin steht, das Unternehmen ist gewinnorientiert, darf der Vorstand keine Handlungen vornehmen, die langfristig Verluste einbringen. Also bei der normalen Aktiengesellschaft kann er nicht sein ganzes Geld der Caritas spenden, weil dann kann er nicht mehr die Geschäfte weiterführen. Die einzige Grenze, die Satzung hat, ist, dem Vorstand muss noch eine Leitungskompetenz verbleiben. Man kann also nicht sagen, wir kaufen jeden Morgen 100 Euro, das ist unser Gesellschaft, wir kaufen jeden Morgen 100 Brötchen für 100 Euro, das ist unser Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck kann also nicht zu einer verdeckten Weisung werden. Der Aufsichtsrat, habe ich eben auch schon gesagt, darf grundsätzlich dem Vorstand keine Weisung erteilen. Er kann aber Zustimmungsvorbehalte vorsehen. Das heißt, für bestimmte wichtige Handlungen kann der Aufsichtsrat zustimmen oder auch die Zustimmung verweigern. Der Trick dabei ist allerdings, das sehen Sie hier unten, wenn der Aufsichtsrat die Zustimmung verweigert, dann darf der Vorstand die Hauptversammlung fragen, denn der Aufsichtsrat repräsentiert insoweit nur die Hauptversammlung. Frage: Meinen Sie, es gibt viele Zustimmungsvorbehalte oder eher wenige in den typischen Aktiengesellschaften? Man könnte ja theoretisch hier hingehen und sagen, bestimmte Arten von Geschäften, sagen wir,
jeder Kauf über 5 Euro oder jeder Verkauf über 20 Euro. Meinen Sie, es gibt sehr dichte und sehr enge Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrates? Wenn es die Möglichkeit gibt im Gesetz immerhin. Ja? Ja, in der Tat, es gibt wenig Zustimmungsvorbehalte. Jetzt, dass der Aufsichtsrat weniger Geschäfte führen und mehr überwachen soll, das wäre ja kein Hindernis, weil das Gesetz erlaubt es ja. Das Gesetz verhindert ja nicht, dass ich viele vereinbare. Das mag ja Ihnen egal sein. Also wenn Sie Aufsichtsrat sind, warum machen Sie dann nicht viele? Völlig richtig. Diese Zustimmungsvorbehalte kosten extrem Zeit. Das heißt, in der Praxis hat man entweder die Wahl, man verstößt ständig dagegen und lässt es hinterher genehmigen, was schlecht ist, oder man hält sich dran und kann damit nicht rechtzeitig agieren. Das heißt, die Gesellschaft wäre nicht handlungsfähig und man hätte damit einen Wettbewerbsnachteil und würde langfristig nicht bestehen können. Das heißt, Zustimmungsvorbehalte müssen eine Ausnahme bleiben, weil alles andere die Gesellschaft nicht mehr wettbewerbsfähig erhalten kann. Ansonsten kann die Hauptversammlung natürlich Beschlüsse fassen, allerdings nur, wenn der Vorstand es verlangt. Wenn der Vorstand also so eine Art Volksbefragung durchführt und sagt, wollt ihr, dass ich das und das mache? Und die sagen ja, dann muss er es auch. Solange er nicht fragt, hat der Vorstand erstmal freies Schalten und Walten. Ja, Weisungsrechte sind ein Problem. In der GmbH haben wir ein Weisungsrecht, habe ich eben gesagt. In der AG haben wir keins. Der erste Grund dafür ist, dass man, um eine Weisung zu erteilen, erstmal wissen muss, worum es überhaupt geht. Und um das zu wissen, muss man die hinreichenden Informationen haben. Die müssen irgendwo herkommen. Das heißt, der Vorstand muss die Aktionäre informieren oder der Geschäftsführer muss die GmbH-Gesellschafter informieren. Und die müssen möglicherweise noch Dritte einschalten, um die Informationen auszuwerten, um zu verstehen, was es jetzt bedeutet, müssen Sachverständigen oder Ähnliches beauftragen. Dann, je mehr Leute eine Entscheidung treffen, desto schwieriger wird das. Das kennen Sie vielleicht bei so einfachen Fragen wie, was wollen wir zum Abendessen essen? Sie diskutieren mit Ihrer Freundin darüber, was sollen wir heute essen oder was sollen wir am Wochenende essen? Schwierig. Wenn Sie es alleine entscheiden müssen, geht es deutlich einfacher. Und jetzt nehmen wir es mal 10. Sie wollen sich mit 10 Freunden auf den Weihnachtsmarkt verabreden und wollen einen Termin vereinbaren. Das klappt schon nicht mehr. Das heißt, die Entscheidungskostenzahl steigen mit der Zahl der Entscheidungsträger. Bei Wahlen machen wir es halt mit Mehrheitswahl und dann hat es sich erledigt. Hier müssen wir mal gucken, dass die Leute sich vorher absprechen und Sachen in Einklang bringen. Statt dem muss das gemacht werden. Man muss ja auch Entscheidungen voneinander abhängig machen. Dann das Problem, die Bindung an das Unternehmen. Damit ist gemeint, der Vorstand hat immerhin ein gewisses Interesse, dass ein Unternehmen bleibt. Die Aktionäre können relativ schnell wieder raus, zumindest die kleineren. Die können ihre Aktien verkaufen und haben damit kein Interesse daran, sich näher damit auseinanderzusetzen. Der Vorstand, der immerhin noch ein paar Jahre Vertrag hat, will vielleicht sinnvoll sein. Dann, je mehr Leute Weisungen haben, desto mehr Arbeit ist das auch. Wenn Sie momentan Aktien an einem Unternehmen haben, dann können Sie da vielleicht Weisungen erteilen. Wenn Sie Aktien an 100 Unternehmen haben und ständig Weisungen erteilen müssten, dann haben Sie gar nicht die Zeit, sozusagen alle 100 Unternehmen zu überwachen. Das bedeutet, wenn Sie Weisungsrechte haben, werden Sie sich tendenziell an weniger Unternehmen beteiligen. Sie werden nicht sich an 100 Unternehmen beteiligen, wo Sie Weisungen erteilen könnten, weil Sie im Zweifel auch mal gefragt werden, Weisungen zu erteilen. Und last but not least, mit Weisungsrechten einhergeht auch eine stärkere Treubindung. Sie erinnern sich, letzte Woche habe ich darüber gesprochen. Sie haften auf Schadensersatz, wenn Sie Macht haben. Je mehr Macht Sie haben, desto strenger haften Sie. Und dann wollen Sie streng haften? Antwort eher nicht. Also wollen Sie auch kein Weisungsrecht.
Ohne Weisungsrecht weniger Haftung. Das heißt, Weisungsrechte sind für die Mehrzahl der Investoren keine attraktive oder kein Qualitätsmerkmal einer Anlage. Ganz im Gegenteil, es hat durchaus seine Vorteile, wenn man sagen kann, ich bin es nicht schuld. Und dafür zahlen sie sozusagen auch einen gewissen Aufpreis, indem sie sagen, ich kaufe Aktien, wo ich nur mittelbar Einfluss nehmen kann. Ja. Frage, wo findet das seine Grenze? Und das ist die Frage, die den Bundesgerichtshof in dieser Holzmüller-Entscheidung damals beschäftigt hat. Und da hat der BGH gesagt, wenn es an grundlegende Entscheidungen geht, dann muss der Vorstand die Aktionäre fragen. Und grundlegend sind Entscheidungen immer dann, wenn sie so tief in die Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre und deren Vermögensinteresse eingreifen, dass der Vorstand vernünftigerweise nicht mehr annehmen kann, dass er ohne Hauptversammlung das selbstständig entscheiden darf. Ja? Also im Grunde, in dem Moment, wo der Vorstand weiß, jetzt wird grundlegend verändert, muss er die Aktionäre fragen. Und das darf aber nur ausnahmsweise und in engen Grenzen angenommen werden, nämlich dann, wenn es an die Kernkompetenzen der Aktionäre geht. Was immer das auch heißen mag. Das bedeutet, wenn ich sozusagen hingehe und ein Risiko eingehe, was die Aktie grundlegend umgestaltet, ich verkaufe die Kernbereiche des Unternehmens, ich wechsle von Stahlproduktion auf Mobilfunk zum Beispiel, dann muss ich die Aktionäre fragen. Selbst dann, wenn ich die Satzung vom Wortlaut her nicht ändern muss, weil der Wortlaut halt ohnehin wischiwaschi ist. Wichtig ist die wirtschaftliche Bedeutung, das heißt, es geht wirklich an das Vermögen der Aktionäre. Es geht nicht um die alltäglichen Entscheidungen, es geht auch nicht um die gewichtigen alltäglichen Entscheidungen, Geschäftsgrundstück und Ähnliches, sondern es geht wirklich um das Unternehmen als solches. Ja. Ich habe eben gesagt, ich kann den Vorstand nicht so einfach austauschen. Warum kann ich das nicht machen? Ganz einfach. Wenn ich die Macht hätte, den Vorstand nach Belieben abzuberufen, dann bräuchte ich kein Weisungsrecht. Ich könnte einfach sagen, hör mal, ich darf dir zwar keine Weisung erteilen, aber wenn du es nicht machst, dann hast du morgen keinen Job mehr. Das heißt, eine Weisungsfreiheit funktioniert nur dann, wenn ich auch eine sichere Position habe. Deshalb ist die fehlende freie Abberufbarkeit das Korrelat zur fehlenden Weisungserteilung. Das hat auch ökonomische Vorteile. Ich habe Ihnen zwar eben gesagt, dass es durchaus im Interesse der Gesellschaft liegt, dass man die Organe austauschen kann, wenn sie übernommen wird. Gleichzeitig gewährt das deutsche System aber eine starke Kontinuität. Wenn der Vorstand weiß, dass er für bis zu 5 Jahre einen sicheren Job hat, kann er in dieser Zeit auch vernünftiges Unternehmen leiten. Sie kennen dieses Phänomen aus der Politik, deshalb haben wir Legislaturperioden. Sie können sozusagen nicht heute sagen, ach, der jetzige Bundestag gefällt mir nicht, ich möchte Neuwahlen. Sondern Sie sind daran gebunden für die Zeit der Legislaturperiode. Gleicher Gedanke hier, man will Kontinuität gewährleisten und spontane, radikale Wechsel verhindern. Der Vorstand soll auch über Perioden hinweg planen können. Er soll also nicht jedes Jahr neu riskieren und weitergucken müssen. Last but not least verhindert Bestellung und Abberufung, Bestellung auf Zeit, dass Interessenkonflikte entstehen, denn der Vorstand muss sich nicht ständig nach neuen Stellen umgucken. Das heißt, er muss nicht bei der Konkurrenz gucken, ob er da einen Job kriegt, sondern er hat zumindest für den Zeitraum, wo er als Vorstand bestellt ist, eine sichere Stellung. Das heißt, das deutsche System verhindert auch, dass man da im konkreten Fall einfach mal bei der Konkurrenz nachgucken geht. Ja, das hatten wir auch. Diese Regelung haben wir nicht für die Aufsichtsratsmitglieder. Die Aufsichtsratsmitglieder werden unmittelbar von der Hauptversammlung gewählt, beziehungsweise von den Arbeitnehmern, wenn es um Arbeitnehmervertreter geht. Und die Aufsichtsratsmitglieder werden für
maximal 4 Geschäftsjahre, maximal 5 Geschäftsjahre, also für 5 Geschäftsjahre, das vierte sagen sie abberufen werden, gewählt, aber sie können von der Hauptversammlung mit 3/4 Mehrheit abberufen werden. Und zwar ohne wichtigen Grund. Den wichtigen Grund brauchen Sie nur, wenn Sie das ohne diese Mehrheit machen wollen. Also wenn die Hauptversammlung selber sich nicht in der Lage sieht, die abzuberufen, weil sie keine 3/4 Mehrheit zusammenkriegen, kann der Aufsichtsrat durch vor Gericht verlangen, dass eine Person ausgeschlossen wird und gesagt wird, der fliegt raus. Jetzt kommt meine Frage zu der ganzen Sache. Nachdem ich Ihnen eben gesagt habe, diese schwierige Austauschbarkeit hat erhebliche Vorteile. Warum haben wir dann nicht auch beim Aufsichtsrat eine Regel, die sagt, Aufsichtsratsmitglieder dürfen nur aus wichtigem Grund abberufen werden? Wäre es nicht konsequent, wenn wir das dann genauso da machen würden, um die Kontinuität zu sichern, Interessenkonflikte zu vermeiden und zu verhindern, dass unzulässiger Druck auf den Aufsichtsrat ausgeübt wird, weil gesagt wird, sonst berufen wir dich halt ab. Das ist ja nicht dasselbe, weil der Aufsichtsrat bei uns ja eben nicht das Geschäft führt. Das heißt, der wirkt nicht so unglaublich, ein Aufsichtsratmitglied wirkt nicht so unglaublich das Unternehmen aus. Wie gesagt, da kommen wir nur 4 oder 2 Mal im Jahr zusammen, ja. Werden dann die Sachen vorgelegt und dann nicken die das ab. Also wenn man da einen austauscht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das in großen Wellen im ganzen Unternehmen dann. Ja, also Sie glauben, das schlägt sich nicht so nieder. Jetzt haben Sie vielleicht letztens in der Presse gelesen, hier so bei VW Aufsichtsrat versagt und bei den Banken die Aufsichtsräte haben versagt. Also der Aufsichtsrat ist immer schuld, haben Sie vielleicht gesehen. Der Aufsichtsrat ist immer, sind immer die Bösen. Die Vorstände auch. Aber versagt haben immer die Aufsichtsräte, weil die hätten es ja merken müssen. Die sind ja dafür da, den Vorstand zu überwachen. Und jetzt die Frage... Sollten die vielleicht auch ein bisschen mehr tun? Brauchen wir nicht da auch eine engere Bindung, dass wir sagen, okay, die Leute sollen einen sicheren Job haben, aber dafür sollen die ihn auch richtig machen, in Anführungszeichen. Und de facto ist es ja auch so, Aufsichtsratsmitglieder werden nicht ständig ausgetauscht. So oft passiert das nicht. Meistens legen die ihr Amt nieder und werden dann erst ausgetauscht. Oder wenn sie zu alt sind und keine Lust mehr haben. Also die Frage, warum hat der Gesetzgeber hier jetzt nicht gesagt, okay, Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern auch nur aus wichtigem Grund. Könnte man ja wirklich so sagen, machen. Stattdessen hat er gesagt, 3/4 Mehrheit. Warum hat er da nicht einfache Mehrheit gemacht? Hätte er auch machen können. Ich bestelle sie mit einfacher Mehrheit, also berufe ich sie auch mit einfacher Mehrheit ab. Also 3/4 ist ja irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. 3/4 ohne wichtigen Grund. Warum? Drei Viertel ohne wichtigen Grund, mit wichtigen Grund nur mit gerichtlichem Beschluss. Könnte ich mir noch vorstellen, weil der Aufsichtsrat das Verbindungsstück zwischen dem Eigentümer und der Gesellschaft ist. Vielleicht um deswegen dem Aktionär zu zeigen, hier, das ist dein Eigentum, das zeigst du dir damit, du kannst, hast noch Einwirkungsmöglichkeiten. Das ist ein sehr gutes Argument. Der Aufsichtsrat ist der Repräsentant der Anteilseigner und wenn die Anteilseigner wechseln, und zumindest eindeutig wechseln, dann muss auch eine Möglichkeit geben, diese Repräsentanten auszutauschen. Das wäre so, als ob alle Deutschen jetzt nach Syrien ziehen und alle Syrer nach Deutschland, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass sie den Bundestag austauschen können und sie können die Verfassung abschaffen, ja, nicht abschaffen, aber sie können eine Revolution machen. Hier ist es viel einfacher, mit 3/4 Mehrheit können sie die Organmitglieder austauschen. Das muss gehen, weil das die Repräsentanten sind. Anders als der Vorstand genießt der Aufsichtsrat gerade nicht diese vollständige Unabhängigkeit und das liegt daran, weil er eben die Aktionärs- oder Arbeitnehmerinteressen repräsentieren soll. Als Repräsentanten sind die halt enger gebunden. Ja, dann nochmal zu diesen Treuepflichten. Wir haben einige Regelungen im Aktiengesetz, die verhindern sollen, dass Interessenkollisionen auftreten und sich Personen einseitig bereichern. Das betrifft zum einen Beraterverträge mit Aufsichtsratsmitgliedern. Verpflichtet ein Aufsichtsratsmitglied, die Gesellschaft zu beraten, so hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Zustimmung des Aufsichtsrates ab.
Das soll verhindern, dass ein Aufsichtsratsmitglied sich da sozusagen durch die Hintertür eine Sondervergütung zahlen lässt, eine Art Schweigegeld dafür, dass es bestimmte Sachen nicht aufdeckt oder dass ein Aufsichtsratsmitglied gegenüber den anderen bevorzugt wird. Ansonsten, das lassen wir mal weg, habe ich, das lassen wir mal weg, kommen wir dazu, dass wir sehen können, wir haben diese drei Organe, wir haben die Hauptversammlung, wo die Aktionäre unmittelbar repräsentiert sind, da haben wir grundsätzlich keine Probleme, dass Interessen repräsentiert werden. Wir haben den Aufsichtsrat, der teilweise Interessen der Anteilseigner repräsentiert, das heißt, er wird unmittelbar gewählt. In Bezug auf diese Vertreter ist auch eine Abberufung möglich, aber nur mit Dreiviertelmehrheit, eben um Kontinuität zu gewährleisten, aber nicht um den Preis, dass keine Repräsentation möglich ist. Und wir haben den Vorstand, der grundsätzlich völlig frei agieren soll, was aber erhebliche Interessenkonflikte mit sich bringt, die sich unter anderem äußern in einem Wettbewerbsverbot und in einer relativ strengen Haftung, die aber gleichzeitig auch als Ausgleich zur Folge haben, dass der Vorstand nur aus wichtigem Grund abberufen werden kann und der Vorstand eben nicht direkt von der Hauptversammlung gewählt wird, sondern gefiltert durch den Aufsichtsrat. Das heißt, dass da auch eine stärkere Kontinuität gewahrt wird. So, dann kommen wir jetzt zu einem hochpolitischen Thema, nämlich die Vergütung von Vorstandsmitgliedern und, wie die Bild-Zeitung schreibt, der heißeste Lohnzettel Deutschlands, 17 Millionen Euro, kriegt der Herr Winterkorn seinerzeit. Die Leute in Deutschland regen sich furchtbar darüber auf, wie viel Vorstandsmitglieder kassieren. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene will man da immer was dran tun. Zum Beispiel der einfache Vorschlag, das Vorstandsgehalt müsste immer als Vielfaches des Gehalts des niedrigst bezahlten Angestelltenunternehmens berechnet werden. Das heißt, man guckt dann, Putzfrau kriegt 8,50 Euro die Stunde. Also müssen wir rechnen, Vorstandsmitglied kriegt dann 1000-mal so viel, das heißt 8000 Euro die Stunde. Dann muss der halt ein bisschen mehr arbeiten. Also das heißt, das ist eine Methode, wie man es berechnen kann. Ein Vorstandsgehalt setzt sich typischerweise aus einem Fixgehalt, das heißt einem monatlichen Gehalt von x Euro, und einem erfolgsabhängigen Zuschlag zusammen. Das heißt, sie kriegen dann was dafür, eine Prämie, das Unternehmen gute Gewinne macht. Das alleine würde aber nicht reichen. Das heißt, wir brauchen eine dritte Komponente, die sagt, sie müssen auch Geld dafür kriegen, dass sie langfristig was tun. Wie macht man das? Ganz einfach, indem man ihnen Aktien gibt und sagt, hier hast du eine Aktie, wenn es mit dem Unternehmen schlecht geht, dann wird deine Aktie weniger wert, also mach gute Geschäfte. Um Ihnen das Problem zu zeigen, was mit Vorstandsvergütung ist, hier ein Fall aus Delaware aus den 70er Jahren. Es gab ein Ehepaar, deshalb heißen die M und F, und die hießen Wilderman. Das heißt Wilderman gegen Wilderman. Und die beiden sind Gesellschafter eines Unternehmens und der M ist gleichzeitig auch im Board of Directors, das heißt, er ist im Grunde hier der Vorstand. Und das Board hat beschlossen, dass er sich selber ein Gehalt zahlen darf von $400 pro Woche, sind 20.800 Dollar pro Jahr. M zahlte sich im Jahr 1971 einen Bonus von 71.000 Dollar, im Jahr 1972 von 35.000 Euro Dollar und im Jahr 1973 von 86.000 Dollar aus. Er sieht dies als gerechtfertigt an, da er ungefähr 60 Stunden die Woche für die Gesellschaft gearbeitet hat und seine Leistungen damit unstreitig mindestens 25.000 Dollar pro Jahr wert waren, obwohl er nur 20.800 bekommen hätte nach diesem Vertrag. Jetzt lassen die beiden sich scheiden und jetzt verklagt die Frau ihren Mann auf Zahlung von ungefähr 100.000 Dollar, die können Sie ausrechnen, das ist so ungefähr die Differenz zwischen dem, was er sich als Boni ausgezahlt hat und was noch nicht verjährt war, an die Gesellschaft. Anders ausgedrückt, war im konkreten Fall diese Gehaltsvereinbarung von $400 pro Woche
alles, was er bekommen durfte. Oder durfte er sich auch diese Boni auszahlen dafür, dass er gute Arbeit geleistet hat und mehr, als er musste? Also anders ausgedrückt, kriegte er nur so viel Geld, wie beschlossen war, oder durfte er sich mehr genehmigen? Wäre es eine strafbare Untreue? Ja? Ja, das sah er auch so. Und wie gesagt, das praktische Problem stellte sich in der Tat, durfte er das? Und die Antwort lautete, es wäre ja völlig unwirtschaftlich, wenn man sagt, du kriegst 400 Dollar die Stunde fest und mehr nicht. Da hat er keinen Anreiz, da was zu investieren. Und er hat hier mehr als 60 Stunden gearbeitet. Das ist ein verdammt schlechter Stundenlohn. Das lohnt sich also nicht. Deshalb hat das Gericht gesagt, naja, im Grundsatz kriegt er das Gehalt, was vereinbart worden ist. Aber das setzt voraus, dass dieses Gehalt angemessen ist. Und dieses Gehalt war nicht angemessen. Es war unstreitig zu niedrig. Egal, ob wir jetzt sozusagen von den 25.000 auf 20.000 gehen oder ob wir sagen vom Unternehmensgewinn auf das, was er bekommen hat. Und in dem Moment, wo das Ganze unverhältnismäßig wird, kommen wir zu der Folgefrage, was gilt denn dann, wenn ich ihm zu wenig Geld zahle? Und dann sagt das Gericht, dann kriegt er das, was angemessen ist. Ja, dann sagen sie, was ist angemessen? Dann sagen die, grundsätzlich muss er das beweisen, was angemessen war. Das heißt, er muss sagen, hier, das waren die Gewinne, das sind so und so viele Prozent und das möchte ich gerne ausgezahlt haben. Im konkreten Fall sagt das Gericht, naja, der hat das alles allein gemanagt, die anderen haben nichts getan und es kann nicht sein, dass die anderen davon profitieren, dass er die Arbeit da reinsteckt. Also darf er das Geld, was sich ausgezahlt hat, behalten. Für die Zukunft sollen sie mal lieber einen vernünftigen Beschluss fassen, um die Sache richtig zu klären. Wenn ich einen Beschluss fasse, der eklatant falsch ist, wird halt die übliche Vergütung geschuldet, so ähnlich wie 612 BGB, und die kann er dann selber festsetzen, außer es ist krass unverhältnismäßig. Ja? Was das Ganze sagen will, ist Folgendes. Es ist verdammt schwer, ein Festgehalt festzusetzen, was optimal alle Interessen ausgleicht. Setze ich es zu hoch fest, ist es schlecht, weil wenn ich ein hohes Gehalt festsetze, dann sagt der Vorstand, warum soll ich was tun? Ich kriege ja eh mein festes Gehalt. Setze ich ein niedriges Gehalt fest, sagt er, wo liegt denn mein Interesse daran, hier mehr Einsatz zu zeigen als das Minimum, denn ich kriege ja eh nur ein paar Euro. Das heißt, egal was sie tun, sie machen es auf jeden Fall falsch. Die Fragen, die sich stellen, ist, wer kontrolliert die Angemessenheit? Das heißt, hinterher weiß man immer mehr und kann sagen, das war zu wenig, war zu viel. Aber meistens wollen Leute das Gehalt ja nicht erst nach 5 Jahren geklärt haben. Meistens möchte ich am Ende des Monats wissen, wie viel auf meinem Gehaltscheck steht und nicht 2 Jahre später. Zweitens, kann das Gesetz dazu überhaupt vernünftige Vorgaben treffen? Außer indem es sagt, es muss ein Faktor X zum niedrigst gezahlten Gehalt sein. Das heißt, wenn Sie irgendeinen mit Mindestlohn haben, kriegen Sie maximal 10.000 Mal Mindestlohn oder sowas. Oder 100 Mal Mindestlohn oder 5 Mal Mindestlohn. Auch das ist fraglich. Und schließlich, in welchem Rechtsverhältnis wird das Ganze geregelt? Ist das eine Folge des gesellschaftsrechtlichen Bestellungsverhältnisses? Oder brauche ich daneben noch einen normalen Vertrag? Das Gesetz sagt zunächst mal, um das Ganze etwas von Interessenkonflikten freizuhalten, entscheidet der Aufsichtsrat als Gesamtgremium. Das heißt, alle Aufsichtsratsmitglieder müssen über die Vergütung des Vorstandes abstimmen.
Das gewährleistet, dass nicht irgendwelche besonderen Freundschaften zwischen Aufsichtsratsmitglied 1 und Vorstandsmitglied 2 das Ganze manipulieren können. Zweitens, das Gesetz sagt, es muss ein angemessenes Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds in der Lage der Gesellschaft stehen und darf die übliche Vergütung für Vorstandsmitglieder nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Diese salomonische Formulierung nützt Ihnen wenig, weil da können Sie kaum drunter subsumieren. Denn was ist angemessen? Man kann sagen, wer viel leistet, muss viel Geld kriegen, aber das nützt Ihnen auch nicht. Was ist viel, was ist wenig, das weiß keiner. Dann geht es noch weiter. Die Vergütung ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszurichten. Variable Vergütungsbestandteile sollen aber eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Für außerordentliche Entwicklung soll der Aufsichtsrat eine Begrenzungsmöglichkeit vereinbaren. Toll. Man sagt also, diese variablen Sachen sollen nicht nur kurzfristige Ziele setzen, das heißt Dividende für das Jahr 2015, sondern sie sollen langfristige Spielräume eröffnen, damit man einen Anreiz hat, auch für die Zukunft tätig zu sein. Und wenn die Lage der Gesellschaft sich verschlechtert, so kann man das Gehalt auch nochmal herabsetzen. Allerdings ist die Problematik dabei, wenn der Vorstand sagt, für das Geld will ich nicht arbeiten, dann darf er seinen Anstellungsvertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Kalendervierteljahr, das sind 3 Monate, mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen kündigen. Das heißt, sie kündigen jeweils zum 1.1., zum 1.4., zum 1.8. und zum 1.10., nein, 1.11. Aber was auch immer. Das können Sie ausrechnen. Der deutsche Corporate Governance Codex, der für die börsennotierten Gesellschaften das konkretisieren soll, versucht es etwas anders, indem er sagt, naja, es wird eine Leistungsbeurteilung vorgenommen. Es wird also geguckt, wie gut war seine Leistung. Und dann kommen wir die Kriterien Aufgabe, wirtschaftliche Leistung, persönliche Leistung, wirtschaftliche Lage, Erfolg und Zukunftsaussichten, sowie Üblichkeit, die jetzt hier aber konkretisiert wird, nämlich im Hinblick auf das Vergleichsumfeld und die Vergütungsstruktur, die ansonsten in der Gesellschaft gilt. Vergleichsumfeld bedeutet andere Unternehmen der gleichen Branche, also wie viel zahlt der Vorstand von Daimler, wie viel zahlt der Vorstand von VW, die sollten ungefähr das Gleiche bekommen. Und das Zweite ist, die Vergütungsstruktur, die im Unternehmen gilt, das heißt, wie viel zahlen die anderen Angestellten, das heißt, der Vorstand soll nicht exorbitant mehr kriegen als die normalen Mitarbeiter. Hierbei soll der Aufsichtsrat das Verhältnis der Vorstandsgröße zur Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt auch in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigen. Das heißt, man soll nicht sozusagen spontan dem Vorstand mehr geben und den Mitarbeitern nicht weniger. Wobei der Aufsichtsrat für den Vergleich festlegt, wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen sind. Das heißt, wer top ist und wer nur Masse ist. Ansonsten wird gesagt, gehören zur Vergütung natürlich die monetären Vergütungsteile, Versorgungszusagen für das Pensionsalter, die sonstigen Zusagen, insbesondere für die Beendigung der Tätigkeit, die sogenannten Golden Parachutes, Nebenleistungen jeder Art, der Dienstjet und der Dienstwagen und der Chauffeur und Leistungen von Dritten, die im Hinblick auf ihre Vorstandstätigkeit zugesagt oder gewährt wurden. Also zum Beispiel, wenn eine Konzernmutter dem Vorstand der Konzerntochter Geld geben will, dann darf sie das natürlich, aber das wird dann mit angerechnet. Und dann wird hier noch im Detail erklärt, die Vergütungsstruktur soll auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet werden. Das bedeutet, man soll dafür sorgen, dass die Leute an die Zukunft denken und deshalb gibt es variable und fixe Anteile. Das ist alles nicht so spannend. Dieser Fall, den haben Sie vielleicht mitgekriegt, 2005. Es gab ein Unternehmen in Düsseldorf, das hieß Mannesmann. Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt ein Unternehmen, das heißt heute Vodafone. Und Vodafone hat Mannesmann gekauft. Und
Damals hat das Management von Mannesmann sehr viel Geld ausgegeben für ganzseitige Zeitungsanzeigen der FAZ, wo drin stand, verkaufen Sie nicht an Vodafone. Halten Sie Ihre Anteile. Wer an Vodafone verkauft, ist ein Schwein. Warum? Weil Vodafone erklärtermaßen den klassischen Bereich von Mannesmann hier in der Verarbeitung von Stahlprodukten, Röhrenherstellung und Ähnliches nicht haben wollte. Die wollten nur Mobilfunk. Nämlich Arcor und was hatten wir noch? ISIS und keine Ahnung, NetCologne. Die wollten sie alle haben und alle anderen waren ihnen egal. Und der Vorstand sagte, wir können alleine weitermachen und wir sind alleine stärker als mit diesen komischen Engländern von Vodafone. Dann passierte Folgendes. Man diskutierte, diskutierte und auf einmal sagte der Vorstand von Mannesmann, verkaufen Sie doch. Okay, sagte man, mag ja sein. Und dann wurde in der Tat erfolgreich Mannesmann von Vodafone übernommen. Und jetzt wurde es interessant. Jetzt passierte nämlich Folgendes. Die Mannesmann AG zahlte ihren Vorstandsmitgliedern, die das Unternehmen verließen, weil die ihren Vertrag beendeten, die legten ihr Amt nieder, mal eben eine Entschädigung von mehreren Millionen. Der Vorstandsvorsitzende bekam 16 Millionen dafür, dass er das Unternehmen verließ. Aus der Kasse von Mannesmann. Bemerkenswerterweise, zu diesem Zeitpunkt gab es keine Aktionäre mehr außer Vodafone. Und Vodafone hat ausdrücklich gesagt, zahlt denen das mal. Es kam aber, wie es kommen musste, es gab eine Neiddebatte. Und diese Neiddebatte bestand darin, dass jemand zur Staatsanwaltschaft gelaufen ist und gesagt hat, hör mal, der Aufsichtsrat hat hier in die Kasse von Mannesmann gegriffen und hat das Mannesmann-Geld dem Vorstand ausgezahlt. Und die Vorstandsmitglieder haben gesagt, das mag ja sein, aber der Aktionär Vodafone, der einzige Aktionär, war einverstanden. Es gab niemanden, der was dagegen gehabt hätte, dass sie diese 17 Millionen kriegen. Das war völlig okay. Die Aktionäre waren dafür. Und die Staatsanwaltschaft hat das Ganze vor das Landgericht Düsseldorf gebracht. Und das Landgericht Düsseldorf hat gesagt, schwierig, Untreue, Strafrecht, ganz kompliziert. Könnte sein, dass es eine Untreue ist, aber auf jeden Fall unterlagen die einem Verbotsirrtum, denn die gingen davon aus, dass es okay sei. Dagegen hat dann die Staatsanwaltschaft ein unvermeidbarer Verbotsirrtum. Wir kennen das, 17 StGB, unvermeidbarer Verbotsirrtum bedeutet, man ist straflos. Man handelt ohne Schuld und kommt davon. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt zum Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, diesen Verbotsirrtum kann es nicht geben, weil so blöd kann keiner sein. Selbst wenn es einer wäre, wäre der auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Wenn diese Vorstandsmitglieder in ihrem Wolkenkuckucksheim leben und meinen 17 Millionen seien Peanuts, dann muss das der Strafrichter nicht akzeptieren. Bei Anstrengung des Gewissens käme man zu der Erkenntnis, das kann nicht sein. Aber die Kernfrage, unabhängig vom Verbotsirrtum, ob sie hier rechtmäßig oder rechtswidrig gehandelt haben, ist die Frage, liegt überhaupt eine Treupflichtverletzung darin, dass sozusagen der Aufsichtsrat dem Vorstand Geld gezahlt hat, und zwar eine Anerkennungsprämie für in der Vergangenheit erbrachte besondere Leistungen auf Anweisung des Mehrheitsaktionärs, wenn kein Mensch dagegen war, auch keine Gläubiger oder irgendwas. Es hat niemand gesagt, dass es ein Problem ist, außer der Staatsanwaltschaft. Ja, also es gibt keinen Aktionär, der gesagt hat, ich bin dagegen. Und die Staatsanwaltschaft sagt, untreu. Frage, ist das untreu? Warum könnte das untreu sein? Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht.
Ja? Der Vorstand hat ja diese Pflicht quasi über den Aktionär, als sie noch da waren. Und der Grund dafür ist, es ist ja jetzt beschwert sich ja, oder kann nicht mal mehr beschweren, weil der Vorstand seine Arbeit so weit gemacht hat, dass die Alten nicht mehr da sind. Er hat ja sozusagen auch den Anreiz dafür zu schaffen, dass die ihre Aktien verkaufen, dass sie eben, dass niemand mehr da ist, sozusagen, der sich beschweren kann. Die ganze Konstellation funktioniert ja sozusagen, weil er alle anderen sozusagen geraten kann, man verkauft das mal, das ist dann gut. Gut so. Ja, das ist ja deren Entscheidung, ob die verkaufen oder nicht, oder? Wahrscheinlich haben die sogar einen Gewinn gemacht, also wer weiß. Also Vodafone hat nicht so einen schlechten Kurs angeboten damals. Vodafone hat ein gutes Angebot gemacht. Das haben die angenommen und dann sind die raus. Das ist auch schön. Und das hat der Vodafone bezahlt. Das hat ja nicht Mannesmann den Kaufpreis für die Aktien bezahlt. Also eigentlich ist es doch schön. Win-win. Ja. Das ist ja auch offenkundig nicht ein wenig fragwürdig, wenn die plötzlich nachher Millionenbeträge überwiegen. Ja, das ist moralisch fragwürdig vielleicht, aber es ist rechtlich problematisch, dass der Vorstand Geld kriegt. Also die Argumentation war wie folgt, dass sie gesagt haben, Vodafone hat ja nur gekauft, weil wir gute Arbeit geleistet hätten. Vodafone kauft ja keine schlechten Unternehmen. Das heißt, das Angebot von Vodafone beruhte darauf, dass wir gute Arbeit als Vorstand geleistet haben. Daraufhin hat Vodafone das Unternehmen gekauft und den Aktionären einen guten Preis gezahlt. Hätten wir schlechte Arbeit geleistet, hätte Vodafone uns gar nicht kaufen wollen, dann hätten die Aktionäre diesen Gewinn nicht machen können. Also liegt es auch im Interesse aller Beteiligten, dass wir diesen Verkauf ermöglicht haben, indem wir gute Geschäfte geführt haben. Und für gute Geschäfte wird man auch gut bezahlt. Und das sind hier 17 Millionen halt. So war die Argumentation des Vorstands, die übrigens gar nicht so dumm ist, aber... Der BGH sagt, der allgemeine Grundsatz des Zivilrechts, im Strafsenat wohlgemerkt, der das schreibt, ja, dass derjenige, der fremdes Vermögen zu betreuen hat, ausschließlich in uneingeschränktem Interesse des Vermögensinhabers handeln muss und das anvertraute Unternehmen nicht nutzlos hingeben darf, gilt auch im Aktienrecht. Na toll. Er lässt sich auch 93 Aktiengesetz entnehmen, nachdem Pflichtverletzungen nicht vorliegt, wenn das Vorstandsmitglied bei einer vernünftigen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, bla bla bla. Der BGH sagt also erstmal, der Vorstand muss immer im Interesse des Unternehmens handeln oder hier der Aufsichtsrat, der im Interesse der AG handeln muss. Nicht jede Vergütungsentscheidung ist eine Pflichtverletzung, logischerweise, denn wenn jede Vergütungsentscheidung eine Pflichtverletzung wäre, dann würde keiner mehr Geld bekommen. Denn auch hierbei handelt es sich um unternehmerische Gestaltungsaufgaben, für die ein weiterer Beurteilungsspielraum eröffnet ist. Und deshalb ein Prognosespielraum. Gut. Wo lag die Besonderheit dieser konkreten Vergütung? Ganz einfach. Die Besonderheit dieser Vergütung ist, dass sie ausschließlich belohnenden Charakter hat und der Gesellschaft keinen zukunftsbezogenen Nutzen mehr bringen kann. Warum? Weil die SE von Vodafone gekauft ist, der Vorstand raus ist und damit der Vorstand für die Zukunft nichts mehr Sinnvolles machen kann. Das heißt, der Gesellschaft fließt für diese Anerkennungsprämie keinerlei Gegenleistung mehr zu. Und das bedeutet, sie ist dem Grunde nach unzulässig, ohne dass auf die Frage ankommt, ob die Gesamtbezüge unter Einfluss der Sonderzahlung noch als angemessen beurteilt werden können. Denn in dem Moment, wo die Gesellschaft weg ist oder weg sein wird, habe ich nichts mehr davon, dem Vorstand Geld zu geben. Um es anders auszudrücken, wir haben den Vorstand und der Vorstand bekommt Geld für die Zukunft, damit er auch in Zukunft noch gute Arbeit leistet. In dem Moment, wo Vodafone den Laden gekauft hat, brauchen wir aber gar keinen Vorstand in Deutschland mehr, weil das macht ja eh alles Vodafone aus England. Also lohnt es sich auch nicht, dem Vorstand Geld zu geben, denn der muss ja nichts mehr tun. Der hat seine Arbeit schon geleistet. Ich darf mir also nur Geld im Voraus zahlen, nicht Geld für Leistungen, die bereits erbracht sind, ohne dass ich noch was erwarten kann. Und deshalb sagt der BGH,
ist das Ganze hier eine Untreue, denn ich darf das Geld aus der Gesellschaftskasse nur zukunftsorientiert verwenden, nicht für die Vergangenheit. Ja? Verstehen Sie die Argumentation? Immer wenn ich Geld ausgebe, muss auch eine Gegenleistung kommen. Hier kann aber keine Gegenleistung mehr kommen. Also habe ich eine gegenleistungslose Leistung erbracht und das ist auf jeden Fall eine Untreue. Ich kann das Geld nicht verschenken. Wenn ich also Sponsoring betreibe zum Beispiel, muss ich davon ausgehen, durch das Sponsoring wird das Image gesteigert, es werden mehr Produkte verkauft oder ähnliches. Wenn ich eine Anerkennungsprämie zahle, muss ich davon ausgehen, der Vorstand wird dann in Zukunft bessere Leistungen erbringen. Beim Weihnachtsgeld zum Beispiel. Ich zahle das Weihnachtsgeld, damit sie auch nächstes Jahr noch fleißig arbeiten können. Wenn ich dagegen einfach nur Geld zahle und sage, jetzt mache ich den Laden dicht und ich gebe nochmal die letzten Euro dem, dann kriege ich nichts mehr dafür und mangels Gegenleistung ist das dann schon eine schädigende Handlung, die gleich die Pflichten verletzt. Sie haben doch eben gesagt, dass die Aktionäre höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es war, mehr Geld für ihre Aktien bekommen haben. Ja. Wie ist denn diese Leistung, wenn da die dann gar nicht berücksichtigt worden ist und wenn ich ja für mehr Geld verkauft worden, wie ist denn dieser Boni zu berücksichtigen? Wie ist er dann ganz Nein, ist er nicht, weil gesagt wird, hier gucken wir nur auf das Gesellschaftsvermögen, wir gucken auf das Vermögen der AG. Wenn die Aktionäre dem das Geld direkt gezahlt hätten, der Aktionär kann mit seinem Geld machen, was er will. Aber er hat das Geld hier aus dem Vermögen der Aktiengesellschaft genommen. Und das Vermögen der Aktiengesellschaft ist so gebunden, dass es nicht ausgezahlt werden darf ohne Gegenleistung. So nimmt der BGH das an. Ich darf... Das Unternehmen ist gar nichts mehr wert, weil das Unternehmen... Der ist ja nur der Börsenkurs sozusagen. Die Aktionäre haben mehr für ihre Aktien gekriegt. Das Unternehmen ist ja jetzt erstmal unverändert. Das Unternehmen verändert sich ja nicht mehr. Es ist ja sozusagen nicht von Vodafone an Mannesmann gezahlt worden, sondern von Vodafone an die Aktionäre gezahlt worden. Die Aktionäre haben Gewinn. Vodafone hat ein Unternehmen und Mannesmann bleibt unverändert. Mannesmann hat sich in keinster Weise verändert bei der ganzen Aktion. Außer der Aktionäre. Deshalb... Wofür sollen die bezahlt werden? Die können für die Zukunft etwas Sinnvolles machen. Und es kann auch keine Abschöpfung sein, weil Mannesmann hat sich auch nicht verändert in den Werten. Um Ihnen das zu zeigen, wo die Probleme auch liegen können, habe ich noch diesen Fall aus den USA, der ähnlich gelagert ist. Es gibt ein Unternehmen, das heißt Walt Disney. Die kennen das, die machen so Zeichentrickfilme und sowas. Und die haben einen Vorstandsvorsitzenden und der hat einen Wunschkandidaten für den Präsidenten des Board of Directors. Und der CEO hat selber mal kurz einen Vertrag entworfen, wo dann drin steht, dass er, und jetzt kommt das Kuriose an dieser Regelung, wenn er geht, eine höhere Abfindung erhält, als wenn er komplett die Zeit im Unternehmen bleibt. Also nochmal anders ausgedrückt, wenn er sein Amt niederlegt oder gekündigt wird, bekommt er dafür mehr Geld, als wenn er die kompletten 5 Jahre da bleibt. Das heißt, man wird dafür belohnt, dass man frühzeitig geht. Das Board unterzeichnete diesen Vertrag mal einfach blind. Dann arbeitete er ein Jahr da, machte schlechte Arbeit und wurde gekündigt, weil er halt Mist gebaut hat, schlechte Geschäfte. Und jetzt kriegt er natürlich die höhere Abfindung, denn wenn er vor den 5 Jahren seinen Job verliert, dann bekommt er mehr Geld. Das fanden jetzt die Aktionäre teilweise nicht gut. Sie können sich vorstellen, die denken sich, was ist das für ein Penner? Die stellen irgendeinen von der Straße ein, der macht schlechte Geschäfte, dann wird er gekündigt, jetzt kriegt er mehr Geld, als wenn die komplette Zeit da geblieben wäre. Das scheint mir nicht schlau, von den Anreizen her. Und klagten jetzt gegen das Board of Directors auf Schadensersatz, nämlich auf Ersatz des Geldes, was an ihn gezahlt worden ist. Nach dem Motto, das zahlt ihr mal schön aus eurer eigenen Tasche. Was meinen Sie? Wie ist das ausgegangen? Wie würden Sie entscheiden? Was sagen Sie zu so einem solchen Vertrag? Also wenn Sie im ersten Jahr gekündigt werden, kriegen Sie eine Abfindung von 10 Millionen. Wenn Sie 5 Jahre bleiben, kriegen Sie eine Abfindung von 3 Millionen. Was sagen Sie diesem Vertrag? Nein, weil der Vorstand, also das Board kann das Unternehmen ja vertreten, damit haben die Vertretungsbefugnis und damit geht das. Also es geht über Stellvertretung, kein Problem. Würde es
Ja. Weil damit gleichzeitig eben, dass wir jetzt Kohle jetzt bei Ihnen hatten, abgegolten wird. Also wenn wir unter dem Vorstand, der bleibt 4 Jahre, dann wird das Unternehmen nur anwaltlich gekauft, der Vorstand soll gehen, dann könnte man sich diese Nachzahlung von den 16 Millionen, die wir eben hatten, sparen, weil die im Vertrag schon drin wären. Genau das. Und in der Tat, mit dem Argument hat das Gericht im konkreten Fall gesagt, völlig okay dieser Vertrag. Es kann ja sein, wir wollen Top-Leute haben und wenn die auf solche Klauseln bestehen und wir die nicht anders kriegen, dann liegt es im Ermessen der Leute, dass sie im Vertrag sowas vereinbaren. Also, wenn wir die besten Leute haben wollen, dann können die auf solche Klauseln bestehen. Dass das möglicherweise Fehlanreize bildet, das liegt in der Natur der Sache, aber wenn ich die sonst gar nicht bekommen kann und das so Top-Leute sind, dann muss ich das in Kauf nehmen. Was sagen wir als Deutsche dazu? Sie kennen vielleicht Markus Luther, nein, kennen Sie nicht, aber der ist hier in Bonn. Der sagt, angeblich in das an Geflogenheiten, so handelt es sich insoweit um die zum Teil wahrhaft abstoßenden Gebräuche in einigen amerikanischen Großunternehmen, sind für das deutsche Unterrecht nicht maßgebend. Also Sie sehen, es hat auch einen gewissen, wie soll man sagen, moralischen Anspruch das Ganze. Wir sagen, das ist hier abstoßend, was die Amerikaner da machen. Die zahlen den Leuten das Geld, obwohl die dann schlechte Arbeit leisten. Das gibt es in Deutschland nicht. So zumindest die großen Aktienrechtler vor 10 Jahren. Wie das Ganze ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Stunde. Vielen Dank.